Sie werden sehr viel mit diesen Schicksalen konfrontiert, weil Sie sich sehr für diesen Kampf einsetzen. Wie war das eigentlich bei Ihnen damals? Wie ist Ihr Brustkrebs entdeckt worden? Haben Sie es selbst entdeckt? Wurde es entdeckt? Ich habe diesen Knoten selbst gefunden. Deshalb will ich die Frauen anreden, dass sie unbedingt diese Selbstuntersuchung machen, regelmäßig. Wir müssen unsere eigene Gesundheit in die eigene Hand nehmen und nicht warten, bis der Doktor sagt, es ist etwas nicht in Ordnung. Man muss sich regelmäßig untersuchen und dann findet man es regelmäßig, wenn etwas da ist. Wenn man seinen Körper kennt, wenn man seine Brust kennt, kann man jede Veränderung sofort feststellen. Auch der Tastsinn wird dann mehr geschärft. Und dann gehen Sie zum Doktor das nächste Mal. Ich möchte Ihnen das jetzt zeigen. Es hat eine Herzform. Wenn Sie sich selbst lieben, wenn Sie sich selbst mögen, müssen Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern. Das ist, hat eine Herzform. Es hilft Ihnen, Ihren Tastsinn zu verstärken. Für junge Mädchen ist das einfacher und es unterstützt sie. Nicht jeder geht eine Mammographie machen, regelmäßig. Junge Mädchen sollten mit 20 anfangen, die Routine zu bekommen, sich regelmäßig zu untersuchen. Es muss eine Routine werden. Aber auch dieses Touchpad, so wichtig diese regelmäßige Untersuchung für sich selbst ist, ersetzt natürlich keinen Gang zum Arzt. Aber das kann nicht den Arztbesuch ersetzen. Es ist etwas, was man selbst macht, wenn man etwas findet, so wie ich es getan habe. Bin ich zum Arzt gegangen und er hat mich zu einer Mammographie geschickt. Dort ist nichts aufgetaucht. Dann habe ich noch eine Untersuchung gemacht. Dann ist wieder nichts gesehen worden. Ich selbst habe die Untersuchung gemacht und ich bin so froh, dass ich es herausgefunden habe. Ich möchte nur noch vielleicht etwas zu dem Beitrag vorher sagen, um auch ein bisschen Angst zu nehmen. Dieses genetische Risiko, diese hohe Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ist wirklich äußerst selten. Aber wenn in Ihrer Familie sehr gehäuft diese Krebsart vorkommt, bitte werden Sie hellhörig. Es gibt wirklich sehr gute Beratungsstellen in ganz Österreich. Und vielleicht noch ein Hinweis für Sie in der nachfolgenden Sendung, konkret bei meiner Kollegin Martina Rupp, ist auch das Thema Brustimplantate, also noch zu diesen. Gestern war ja ein großer Auftritt von Ihnen bei der Pink Ribbon Gala. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal ganz kurz rein. Ja? 20 Uhr gestern Abend. 700 VIPs und zahlungskräftige Menschen fanden sich in der Orangerie von Schönbrunn ein. Im Zentrum der Fotografen Olivia Newton-John. 5000 rosa Luftballons wurden in den Himmel entlassen. Das war das offizielle Startsignal zur Pink Ribbon Gala. Es wäre schön, wenn wir es nicht mehr machen müssten. Aber das, was wir erzielen wollen, ist einerseits, dass mehr Frauen regelmäßig zur Mammographie gehen. Und auf der anderen Seite brauchen wir leider Spenden für jene Frauen, die unverschuldet durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind. Und solange das der Fall ist, müssen wir leider mit so viel wie möglich Aufmerksamkeit erregen für das Thema. Einige Sponsoren präsentierten ihre Mode auf der Bühne, andere spendeten einfach so. Und viele Prominente deklarierten sich. Ich habe sehr viele in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie auch, die an Brustkrebs erkrankt sind. Und es ist mir sehr wichtig, an diese zu denken. Vor 2 Monaten haben wir leider eine Ex-Mitarbeiterin von uns eingraben müssen mit 35 Jahren. Und wir kämpfen darum, bin seit 3 Jahren oder 4 Jahren Partner hier. Es muss in die Köpfe rein und da muss man was initiieren. Es wird immer mehr Thema auf jeden Fall, auch durch solche Aktionen hier. Das ist ja eigentlich kein großer Deal. Man geht einfach zur Vorsorge, Mammographie dauert nicht lang und man hat aber ein sicheres Gefühl. Und gerade bei der Erkrankung ist es halt wahnsinnig wichtig, dass man es sehr früh erkennt. Es sollte ein Fest für das Leben sein. Stargast des Abends, wenn man so will, war dabei die Sängerin Olivia Newton-John. Nur eine von vielen, die sich gestern Gedanken machte. Meine Frau hat selber auch Krebs gehabt und darum weiß sie, wie wichtig das ist, dass man wirklich zur Vorsorge geht.
Weil gewisse Dinge, gerade Krebs oder was, kann von heute auf morgen kommen. Das ist ja nicht irgendwas, was sich irgendwo heranzeichnet. Das ist ja das Schlimme an dem. Zum Glück war ich noch nie in der Situation, muss ich auch dazu sagen. Und mir geht's gut. Aber ich sage eben, und genau sowas wünscht man sich nachher, wenn man eben in so einer Situation ist, wo vielleicht was entdeckt wird, dass man irgendwo Unterstützung findet. Und ich glaube, das ist eine tolle Geschichte. Circa 5000 Frauen erkranken in Österreich jährlich an Brustkrebs. Eine erschreckende Zahl. Umso wichtiger ist Aufklärung und Früherkennung. Ich habe schon viele solche Events unterstützt und leiste so auch meinen kleinen bescheidenen Beitrag. Wenn ich das Gefühl habe, dass aufrichtige und ehrliche Leute für die gute Sache verantwortlich sind, so wie hier, dann unterstütze ich das nicht nur mit meinen Auftritten. Wir sind Wiederholungstäter. Wir lernen ja nicht aus unseren Fehlern. Punktuell schon, aber nicht wirklich für die Menschheit. Also von daher wird es diese Veranstaltung immer geben. Immer mit größerem Wissen und mit größerer Anteilnahme. Aber es gibt immer wieder Leute, die keine Ahnung haben und deswegen ist man da. Für den emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung sorgte Olivia Newton-John mit einem Dankeslied aus ihrem neuen Album. Da hatten einige Tränen in den Augen. Ein wunderschönes, berührendes Lied von der neuen CD von Olivia Newton-John, Grace and Gratitude, das Lied Thank You. Ein Thank You für vieles, denke ich mir, aber wahrscheinlich auch für den Ehemann, wenn er diese große Stütze für Sie ist. Oh yes, he's wonderful, he's so wonderful. Ja, er ist wunderbar. Ich möchte auch erwähnen, dass 2 Euro von jedem Album geht an die österreichische Krebsgesellschaft. So, wenn jemand die CD kauft, dann gehen 2 Euro von jedem Verkauf an diese Gesellschaft. Das ist mein Beitrag. Also ein doppelter guter Grund, diese CD zu kaufen. Nicht nur wegen der schönen Musik. Thank you so much. Aber ich habe gehört, Sie haben zweimal geheiratet. Ihren Gatten zweimal geheiratet? Warum eigentlich? Yes, to the same man. Ja, ich bin zweimal mit dem gleichen Mann verheiratet. Wir haben uns in Peru geheiratet, wo wir uns verliebt haben, vor einem Jahr. Und dann haben wir noch einmal in Florida geheiratet, wo wir leben. In Peru hatten wir nicht alle Papiere zusammen und darum haben wir noch einmal geheiratet. Beide Male waren wunderbar. Jetzt hat man doch einige Gerüchte auch immer gehört über Filmprojekte. Ist da was dran mit Ihrem ehemaligen Filmpartner John Travolta? Soll es Filmpläne geben? Ist da was dran? Stimmt da was? Kommt was? They have talked about plans like this since Greece, but seit Greece gibt es immer wieder solche Gerüchte, aber ich glaube es nicht und wir haben nichts Wirkliches geplant. Wir sind immer noch Freunde und es wäre wunderbar, aber ich glaube nicht, dass so bald etwas sein wird. Nein, aber Musik wird es weiterhin geben, noch viele CDs hoffentlich und ich hoffe, Sie besuchen uns noch sehr oft in Österreich und hier bei uns in unserer Sendung. Oh, thank you very much. I just made another musical about hockey. Vielen Dank. Ich habe gerade ein Musical aus Hockey, für Eishockey gemacht. Ja. Vielleicht kommt es auch nach Deutschland, man weiß es nicht. Wir freuen uns sehr, vielen Dank fürs Kommen. Und jetzt wollen wir ein bisschen was Gesundes berichten, das ist ja auch wichtig, gesunde Ernährung, ja. Kartoffeln sind sehr gesund, Erdäpfeln. Während unseres Interviews mit John Travolta in Moskau landete Schauspielkollegin Olivia Newton-John übrigens als Stargast der Pink Ribbon Gala in Wien. Ich treffe Olivia zweimal im Jahr. Wir telefonieren häufig und schicken uns Nachrichten aufs Handy. Sie wird mir ewig eine tolle Freundin sein. Schließlich hatten wir mit Grease den größten Erfolg unserer Karrieren. Und das verbindet. We shared our biggest success together.